Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem Video hier auf meinem Kanal namens Fussel und gespiegelt Fussel. Ja, ich mache heute ein kleines Pisten-Tutorial. Das ist eigentlich, wenn man es gecheckt hat, ganz einfach. Man kann das halt bauen, wie man will, halt hier wie so ein kleiner Silberfisch. Also es soll so ein Silberfisch sein. Ja, dass man hier jetzt einfach so durchrennt, zack, auf, drin, bla. Man kann es natürlich auch anders machen, noch mit dem Knopf, falls man es hier drin mit dem Knopf haben will, weil man sieht es ja, wenn ich hier reinrenne, dann plopp, direkt drauf, dann geht es nochmal auf. Ja, das könnte man auf jeden Fall noch anders machen, aber ich habe es jetzt nicht anders gemacht, deswegen, ja, so, und hier ist dann einmal genau das, was da drin ist, bloß unter der Erde. Also muss man sich vorstellen, das hier ist jetzt der Grund. Also wieder hinten. So. Ja. Ja, ich zeige euch das einfach mal von innen. Also hier klappt es auch. Einwandfrei. So. Indem ihr hier auf diese Druckplatte kommt, also das könnt ihr so nachbauen. Dann kommt hier auf diese Druckplatte, dann werden diese Redstone Leitung hier aktiviert. So, dann geht es einmal in diese Richtung zu den beiden. So, das läuft denn hier längs. So, diese Redstone-Fackel ist immer an, damit es geschlossen ist. Und wenn ihr dann rauf tritt, oder ich hier einen. Ja, genau. Alles wegmachen. So. Wenn ihr rauf tretet auf die Druckplatte, dann plopp, weil die Fackel dann ausgeht. Seht ihr? Hier, das geht weiter hoch. Das ist ein bisschen tricky. Das muss man noch machen, so mit der Höhe. So halt, das klettert man halt hier so hoch. Zack, auch eine Redstone-Fackel, die auch bei Betätigen der Druckplatte ausgeschaltet wird. Und dadurch werden sie hochgezogen, also eingezogen. Genauso ist es eigentlich auf der anderen Seite. Halt bloß nochmal spiegelverkehrt. Zack. Bloß, dass hier halt noch der Weg für die unteren längs geht. Da muss man dann einmal eine Redstone-Fackel beim anderen, also bei ein, so mit einem runter, nicht auf gleicher Ebene, das geht nicht. So, die andere Spur geht dann zum anderen Pisten, da muss man nicht, man kann es auch anders bauen, weiß bloß nicht gerade wie, aber ich habe so gebaut, man setzt dann hier die Redstone-Fackel so einen Block schräg da unter, dann macht man halt wieder die Redstone, das Redstone-Kabel unter die Redstone-Fackel ein Feld, wenn man denn rauftritt, flop, aus, runtergezogen. Wie ich gerade, ach ja, genau, na, ich habe mich gerade gewundert, warum das beides runtergeht, aber es ist ja hier so verbunden. Jetzt geht nur eins. So, also, vom Ding ganz einfach, tritt rauf, geht hier längs, Redstone-Fackel aus, wird reingezogen. Geht hier längs, Redstone-Fackel aus, reingezogen. Redstone-Fackel aus, reingezogen. Hier, Strom längs, Redstone-Fackel aus, rein, hoch, Redstone-Fackel aus, hochgezogen. Ganz easy eigentlich. Mann. So. Hallo. So. Zack, zack. So. Und dann kann man das natürlich hier mit diesen Repeatern, kann man die Zeit einstellen, dass es halt immer genau so passt, zack, wieder zu. Und man kann es auch einfach machen, hier zum Knopf hin, und dann macht man alles wieder zu. Das muss man dann einfach an eine Spur hier ran machen, das kann ich hier nochmal kurz zeigen, dann nehmt ihr den mal einfach einen Klotz, und dann, wo ist der Knopf, da, dann macht ihr das jetzt hier, zack, 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 offen. Na gut, das war jetzt ein bisschen fail, weil der natürlich in die falsche Richtung ist, aber so ist eine Art, oder man macht einfach eine ganz neue Redstone-Spur nochmal bis zu diesem Punkt, die schließt dann hier an und dann funktioniert wieder alles. Also, vom Ding ist es ganz einfach, könnt ihr mal nachbauen und lasst auch ein Like da. Wenn es euch gefallen hat und wenn es euch weitergeholfen hat, mal so eine 3x2 Tür zu machen. Ne, 4x2 sogar, fällt mir drauf.
4x2. Ja. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst auch ein Like da. Und wenn ihr mehr Minecraft-Videos lassen wollt, lasst auch ein Like da. Und ja, sagen wir dem Schwein zum Ende noch Tschüss. Dann sage ich auch Tschüss, bis zum nächsten Mal.